Eine der bekanntesten Arten, etwas zu plotten, ist die einfache Funktion, wie zum Beispiel y ist gleich x² oder eben f von x ist gleich x², was ja dasselbe ist. Also wenn man das darstellt in einem Diagramm mit x gegen y und der Ursprung ist bei 0, 0, erhält man hier ganz bekannt so eine Parabel. Und ich will das jetzt nochmal darstellen in einem Mathematikprogramm hier. Also ich plotte das nochmal, schreibe hin plot x zum x zum Quadrat und x soll definiert sein von 0 bis 4 beispielsweise und dann erhalte ich hier auch wieder genau diese Parabel. Jetzt braucht man das auch durchaus häufig in der Kosmochemie. Wenn man statt x², das stellt jetzt nicht so häufig was da in der Kosmochemie oder in der Geochemie, aber man kann eine andere Funktion nehmen und einfach hier eine andere Formel reinschreiben, beispielsweise für fraktionierte Kristallisation, für Batchmelting, für Diffusion, für eine Herz-Knudsen-Gleichung, für Evaporation oder auch die normale Rayleigh-Fraktionierung. Und das will ich mal kurz zeigen. Also die Formel für die Rayleigh-Fraktionierung lautet, dass ein Verhältnis, also R für Ratio von irgendwas, ist gleich und dann F, F ist der Anteil des evaporierten Materials, F hoch Alpha, dafür schreibe ich mal nur 1, Alpha minus 1. Und das ist die Formel für die Rayleigh-Fraktionierung. Jetzt kann ich diese Formel an diese Stelle hier setzen. Allerdings nicht die ganze, sondern nur diesen Teil. Das schreibe ich einmal hier hin. Und jetzt muss ich auch noch definieren, jetzt habe ich hier kein x mehr, was das x ist. Und in dem Fall ist das f, das x, also schreibe ich hier nicht x hin, sondern f. Und dann muss ich noch a definieren, beispielsweise als 0,99. Fraktionierungsfaktoren sind immer nur wenig verschieden, oder nahe bei 1. Und dann kann ich das Ganze ausführen und erhalte hier eine entsprechende Funktion. Natürlich macht das nur Sinn von 0 bis 1, denn dann wird man hier auch an der Stelle 1 erreichen. Und so kann man jetzt an dieser Stelle hier jede Art von Formel einsetzen, die man gerne hätte. Wie gesagt, Batchmelting, Mischung und so weiter und kann auf diese Art und Weise einfach was plotten mit auf der x-Achse einem variablen Parameter, der in dem Fall jetzt zum Beispiel f ist, aber auch alles mögliche andere sein kann, der Anteil einer zugemischten Schmelze oder einer zugemischten Komponente oder sonst irgendwas. Und das ist die einfache Funktion.